So, ich begrüße euch zu Resident Evil 3. Das Remake ist draußen endlich. Ich hätte es gestern schon zocken können, hab's aber nicht gemacht. Grund ist, weil irgendwie meine Vorbestellung nicht kam, Junge. Also, habe ich auch wieder ein bisschen getiltet. Jetzt kann ich es auf jeden Fall spielen. Und ich habe auch jetzt schon mal ein bisschen eingestellt. Also zumindest abgesehen vom Audio, habe ich die Grafik auf jeden Fall schon mal auf hochgeknallt. Ist 12 GB belegt, habe eigentlich nur 11 GB drinne. Renderqualität habe ich auf 100 gelassen, damit ich halt auch noch auf 144 FPS spielen kann. Ihr seht es auch, glaube ich. Ja, ihr seht das sogar. Oben links ist die FPS-Anzeige. Den Rest habe ich alles auf Maximum gestellt. Und oben Mittel, das können wir nochmal auf hochstellen. Und ja, das war's. So, ich habe die Demo angezockt gehabt. Ich wollte sie auch eigentlich hochladen, die Demo. Aber hab's dann doch nicht gemacht. Why ever? Da die Demo ja vor knapp einer Woche rauskam oder so. Also da habe ich schon lieber Bock gehabt, das euch gleich das ganze Game zu zeigen, weil ich glaube, Resident Evil 2 kam auf jeden Fall deutlich später raus, als wo die Demo released worden ist. Und ja, Demo fand ich nice. Wirklich sehr nice. Was gibt's denn hier so für Bonies, ey? Außer den Figuren. Okay, whatever. Wir konnten, glaube ich, also ich würde Kampagne, können neues Spiel. Ich habe es kurz angezockt, nur wegen den Einstellungen. Deswegen weiß ich kurz ein bisschen, wie der Anfang geht. Also ich glaube 2 Minuten im Game oder so, wenn da ein paar Ladesequenzen kamen. Ich habe das Kostüm, habe ich bei Jill auf Classic gemacht, weil ich bin Retro-Fan. Ihr seht das an der Cam, ist schwarz-weiß, Retro-Shit. Und Carlos sieht natürlich so, auch, man sieht einfach nur, wie die Frisur geändert wird. Wir können es natürlich so lassen, ich lasse ihn aber so, weil es einfach klassisch ist. Ich kenne das alte Resident Evil 3 noch, deswegen, ich bin da einfach the old fail, the old fan. So, Spieler, neues Spiel. Wir spielen auf Veteran. Weil ich gehört habe, also ich habe mir ein paar, keine Ahnung, Reviews angeguckt, gehabt, die das Spiel schon quasi angezockt haben, beziehungsweise schon durchgespielt hatten. Dass Veteran deutlich leichter ist als bei Resident Evil 2 Veteran. Und deswegen würde ich es auch Veteran gerne spielen. Für Spieler, die sich hier können sicher sind, stärkere Gegner, Munition und Objekte sind knapper. Weniger Munition durchs Herstellen oder durch Herstellen. Ja, wird man Ziel für teilweise Autoerholung der Gesundheit. Gegner sind etwas schwächer. Sturmgewehr bereits ab Anfang des Spiels. Mehr Munition durch Herstellen. Genau, das ist ja eine neue Mechanik in Resident Evil 3 gewesen, dass man sich quasi selber Munition herstellen konnte. Das weiß ich nicht, wie es jetzt hier funktioniert, aber let's go. Let's go, let's go. Ich hoffe, es laggt nichts oder so, ne? Aber. Oh, das alte Intro, das habe ich übersprungen. Holy shit. Epidemie, passend zum Corona-Wahnsinn, Jungs. Also wer sich das alte Intro noch nicht angeguckt hat, dann guckt es euch an. Es ist legendär, glaubt mir. Es ist wirklich legendär. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella bilden. Ich bin wirklich gespannt, wie das Game wird. Also wirklich, ich habe nicht den Resident Evil 3 Teile, den dritten Teil einfach kaum gespielt, deswegen. Das Intro ist auf jeden Fall schon mal Blockbuster würdig. Resident Evil 3 kommt leider nicht mehr. Der gut geliebte Ansager, der das reinhämmert, aber das habe ich schon in einer Demo vermisst gehabt, wo ich das Spiel gestartet habe. Ich weiß gar nicht, ist die Timeline, so habe ich sie in Erinnerung, dass sie während des zweiten Teils spielt und danach noch nach dem zweiten Teil. Da habe ich das in Erinnerung. Ich weiß auch nicht, ob ich das Game ein bisschen schneiden werde. Nicht editieren oder so ein Shit, sondern einfach nur ab und zu ein paar Passagen rausschneide, damit es ein bisschen Pace hat. Ich weiß nicht, ich gucke, da entscheide ich mich einfach noch,
bisschen ja, spontan, würde ich mal behaupten. Also die Grafik scheint auch ein bisschen besser zu sein als in dem Zweier. Aber ich glaube, es ist halt nur die gleiche Engine, deswegen. Ja, und ich spiele auf Controller, wie ihr seht. Deswegen muss ich nochmal gucken, ob ich da noch ein paar Einstellungen machen muss. First Person? Das hatte ich mir auch gefragt gehabt am Anfang. Finde ich aber auch ganz cool. Es bleibt natürlich nicht so. Das sieht halt wie so eine typische amerikanische Wohnung aus, ne? Wunder, dass sie hier Türklinken haben, nicht so eine Türknaufe. Knaufe, what the hell? Oha, ein Spiel, wo man sich selber im Spiegelbild sieht. Das ist echt heftig. Ich glaube, die Szene kennt man schon aus dem Trailer. Ja, genau, weil Jill leidet unter einer Promassi hier eine Belastungsstörung. Komplett schon wieder Sprachgulasch. Also man kann sie da, denke ich mal, auch deutlich verstehen. Ich meine, die Sachen im Herrenhaus sind nicht allzu lange her. Und jetzt ist sie in Recon City in ihrer Heimatstadt. Und da geht der ganze Scheiß again, ne? Da geht er wieder los. Holy shit. Ist das Escape Recon City? Achso, stimmt, ja, die wurden ja alle gefeuert, glaube ich. Die ganzen Stars-Mitglieder. Empfang scheint auch nicht mehr so wirklich zu sein. Okay, ich hoffe, das mit dem Ton passt. Es passt. Ich hoffe es. Puh, ist alles dunkel. Ich brauche mal Licht. Ja, hier blinkt irgendwas rot. Ist das der typische Lichtschalter? Yeah, boy. Ha, da ist doch die Frau Birkin. Ich habe auch, wie ihr vielleicht gemerkt habt, lange nichts mehr hochgeladen gehabt. Das hat einfach daran gelegen, dass ich hier noch zwischenzeitlich auch für jemanden Videos cutte. Und da ein bisschen die Zeit dran genagt hat. Und außerdem habe ich jetzt kein Spiel gefunden, was ich wirklich richtig all in möchte. Ne? Brief von einem Kollegen an Jill Valentine. Wie gesagt, wenn euch mein Sprachpace und so, ihr wisst Bescheid, Mann. Hey du Ass. Wahrscheinlich. Wie schlägst du dich? Ich kann immer noch nicht fassen, dass Irons dich suspendiert hat. Also der Polizeichef. Beziehungsweise der Polizeipräsident, ich weiß es gar nicht. Chef, Präsident, ich glaube der Chef nur. Das ist totaler Bullshit. Der sollte dir eine Medaille dafür geben, dass du es im Juli aus dem Höllenloch geschafft hast. Natürlich wirst du da Nachforschungen und Fragen stellen. Ich hoffe, du bist nicht böse auf mich, dass ich Zurückhaltung über. Alles ist so schnell passiert. Die Stars waren der stolze Trupp. War der Stolz der Truppe. Wenn der Chef uns so plötzlich auflöst, da war ich mir sicher, ich würde den Job verlieren. Es geht das Gerücht um, du verlässt Recon City. Ich habe mir schon gedacht, dass du eine Suspendierung nicht einfach so hinnimmst. Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst. Umbrella wird nicht tatenlos zusehen, wenn du versuchst, ihr Geschäft kaputt zu machen. Mach's gut, Jill. Brad Vickers, Stars Alpha Team für immer und ewig. PS musste den Brief dem Pizzaboten mitgeben, damit er nicht entdeckt wird. Ich hoffe, du magst die Salami Supreme. Ist von mir und den Jungs. Ja, Brad ist der Helikoptermann aus dem ersten Teil. Wie gesagt, findet man auch in Teil 2 wieder als Easter Egg. Ich glaube, das hatte ich aber schon mal erklärt gehabt. Also es kann sein, dass ich hier auf jeden Fall spoilern werde in diesem Game, weil ich weiß nicht, das Game, die Story, so alles ist halt schon ewig draußen, ne? Das ist jetzt halt, naja, ist ja nichts Neues.
Okay. Diesmal verwandeln wir uns nicht zum Zombie. Und hier ist die alte Ansicht. 28. September, 20:07 Uhr, Recon City. Wer kann das sein? Offener Umschlag. Sie haben mich zu Hause festgenagelt. Offener Umschlag. Ich frage mich gerade, von wem das ist. Die Typen auf der anderen Straßenseite beobachten mich rund um die Uhr. Von ihrem Fenster aus. Sie sind das Irons Männer? Umbrellas? Ich weiß es nicht. Und es macht auch kaum einen Unterschied. Ich weiß, was die zu tun versuchen. Sie wollen mich einschüchtern. Wollen mich schikanieren. Bis ich aufgebe. Und es funktioniert. Ich esse kaum, krieg kaum Schlaf. Ich drehe langsam durch. Fühle mich wie eine lebende Tote. Okay. Aber ich werde sie nicht gewinnen lassen. Ich muss raus aus der Stadt und einen Weg finden, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Die werden natürlich jemanden schicken, um mich zum Schweigen zu bringen. Wenn du hörst, dass ich ermordet wurde oder was immer die auch mit den mit Leuten wie mich wie mir anstellen, musst du unbedingt die Ermittlungen dort aufnehmen, wo ich aufgehört habe. Meine Akten findest du in diesem Umschlag. Darin findest du alles, was du wissen musst, solange dieses Päckchen nicht abgefangen wird. Ich werde nachts hier rausgebracht in 5 Tagen. Wünsche mir Glück. Das ist, glaube ich, dann der Brief, den Jill verfasst hat. So, wer ruft uns denn jetzt an hier um die Uhrzeit? Hallo? Jill, geht's dir gut? Brad, bist du das? Du musst sofort raus da! Warum redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären. Du musst da raus! Sofort! Okay. Okay, let's go. Oh mein Gott! Is it him? Is it der Nemesis? Der frisch verpackte! Der frisch verpackte Nemesis. Der kann doch gar nichts sehen, ey. Der muss uns ja riechen. Aber zufällig liegt da eine Waffe, boy. Ich finde auch Jill gut gemacht, so. Sieht auf jeden Fall sexy as shit aus. Stars! Oh, ich glaube, die Tür wird da nicht so allzu gut helfen. Da mal durchgetreten. I don't know. I don't know. Exit. Woo! Der schmeißt hier mit Stein, oder was? Ich muss hier raus! Raus da, los, jalla! Ja, da sieht man hier die, die Ereignisse, das sieht sehr gut gemacht aus. Ich werde auch in diesem Game viel rumgucken, damit ihr Bescheid wisst, weil ich einfach gerne das alles sehen möchte. Ich habe noch kein Inventar, noch gar nichts. Also ich glaube, wir sollten da auch noch nicht rumfummeln. Oh shit! Es ist Mr. X. In besser. Also in der Demo konnte man auch mal kurz gegen Nemesis kämpfen. Oh ne, da sind seine Hentai-Dinger. Und ich muss sagen, Nemesis ist auf jeden Fall strong as shit, ne? Sollte auch so sein. Man kann ihn nicht mal outpacen. Einfach raus hier! Ich werde gucken, dass ich die Parts immer eine halbe Stunde halte und nicht länger. Er kommt halt durch alle Wände. No one escape him. Den einzig wahren. Oh, ich glaube, wir sollten rennen. Also, zumindest das, was wir rennen nennen können hier. Lauf! Okay. Ich glaube, jetzt sind wir erstmal safe. Ich will es aber noch nicht verrufen. Aber wir sollten jetzt erstmal sicher sein. Spielziel aus der Stadt fliehen. Das denke ich mal das Spielziel, was wir denke ich mal lange verfolgen werden. Oh, da ist er doch, der Brady, der Brad Pitt. Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung.
aber es ist hinter den zwei letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Das sieht alles sehr cool gemacht aus. Weiß nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Ich hoffe, ihr findet es okay, dass ich es auf Deutsch gestellt habe. Weil ich weiß, dass Englisch immer geiler ist. Ne? Ich feiere auch selber Resident Evil auf Englisch. Sprinten. Wir können kaum sprinten. Aber ich will auch gerne... gerne das hier auch eine Chance geben, das Deutsche. Ja, warum gehst du auch da ran, du Vogel? Warum gehst du auch da hin? Oh mein Gott. Zombies. Schnell, 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 schnell. In die Bar oder Bar Jack. Erstmal ein Trinken, Junge. Oh ja, the critical hit. Ich frage mich gerade, wurde er auch im Original angesnackt? Ich weiß es gar nicht. Es tut mir leid, Brad. Nicht mein Brad. The one and only. Die brauchst du nicht mehr. Oh. Ist es der erste, den ich killen muss? Oder muss ich das nicht? Wenn ich es nicht muss, mache ich es nicht. Es ist Veteran, Leute. Deswegen, ich muss mich da... Kann ich da drunter? Jawohl. Deswegen will ich da jetzt gucken, dass ich da nicht alles verballer. Oh. Schnell hier. Wie ging das nochmal mit den Ausweichen? Achso. Alles klar. Achso, das kenne ich noch. Der verbarrikadiert sich, glaube ich, da drinnen. Der verbarrikadiert sich, glaube ich, da drin. Genau, das kann mich noch an Sachen erinnern. Hey! Wahrscheinlich ist es das sogar. Fräulein, Junge. Ja, Fräulein. So, erstmal Munition. Okay, das Inventar geht wieder auf, okay. Und reload. Wo sehe ich meine Gesundheit? Gesundheit ist noch auf Max, aber ich bin immer noch angeschlagen. Das ist der gleiche Move, den auch Claire irgendwie drauf hat. Also, die gleiche Animation. Okay, erstmal uns, dann können wir auch bestimmt unsere Dinge sehen, ne? Aus der Stadt fliehen, unser Ziel. Jetzt schon? Nein, oder? Ich will nichts verkacken. Hallo, nix heute zum Snacken. Heute geht der leer aus. Ja, okay. Damit war zu rechnen. Damit war halt mehr als nur zu rechnen. Oh, bekomme ich heute Freigang oder muss ich heute was zahlen? Wir gehen den gerne mal angucken. What the hell? Gab's den auch schon in Resi 2? Weil manche Spirits sind halt... Spirits wahrscheinlich. Sprites sind halt genauso. Also viele wurden auch übernommen. Oh shit! Wie zum Beispiel der. Oh yeah! Schnell rein! Oh man! Das war close. Holy shit. Also mit dem Dodgen, ich weiß, es ist, glaube ich, denke ich, eine Timing-Sache, ne? Aber es war schon damals im Dreier gut, auf jeden Fall, dass sie das reingebracht haben. Beim Zweier war es ziemlich schwer zu dodgen.
steig ein! Ich renne! Irgendwas wird uns doch aufhalten, oder nicht? Ja, okay. Never mind. Einfach never mind. Oh. Shit. Entschuldige ich doch nicht bei jedem. Gib Vollgas. Ja, los. Komm schon. Wie lange er auch einfach so geht, so der Bosswalk. Yeah, boy. Aber es ist halt Mr. Exen gut. Ich halt voll drauf. Ich halt voll drauf. Oh, shit. By the way, sie ist sich angeschnallt. Und überlebt das. Krass. Aber rasiert hat sie sich. Nichts unter den Achseln. Stars. Los, beweg dich, Fräulein. Oh, da ist er. Ausgepackt. Hallo, was soll ich tun? Wahrscheinlich. Oh, das ist Carlos. Carlos, ja, ich weiß, nicht in der geilen Frisur, aber für Leons Wille. Ich bin Carlos. Ich rette dich. Komm, bringen wir dich in Sicherheit. Er ist erstmal ausgeschaltet irgendwie so. Der muss erstmal wieder seinen Akku laden, oder was? Das ist vielleicht eine Produktion von Apple. Oh, ihr seht ja, was ich freigeschaltet habe. Verlässliche Stütze. Wir bringen Überlebende hierher. Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. Ist sicher. Geht schon. Brauchst du einen Raum? Okay, versteh schon. Gehen wir. Ach, komm schon. Ja. Okay. Er weiß, was er will und er hört nicht auf, bis er es kriegt. Gefallen dir solche Männer nicht? Du kannst ihn haben. Ich lauf auch mal. Hör zu, ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Ich gehöre zum Umbrella Biohazard Countermeasure Service, kurz UBCS. Willst du mich verdammt nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich. Wow, wow, wow. Wovon redest du da? Keine Ahnung. Vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Komm. Ja, Alter, ist ja okay. Mann, ein bisschen charmanter mit der Lady. Ah, ein bisschen habe ich jetzt. Achso, jetzt sind wir hier bei der Demo gleich. Wo die Demo angefangen hat. Der angefangen hat. Genau, ja. Diese nette junge Frau. Ah, da ist er ja. Da ist er. Der Dingens hier. Der von Left 4 Dead. Nicht nach ihrem Namen. Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS Kolonnenführer Michael Victor. Michael, der Michael. Um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur, untot. Hat er recht. Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja. Nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen,
können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Und da hilft eine Person. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite. Nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Genau, das habe ich in der Demo gespielt. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlagen zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Gib mir doch einfach deine Knarre, wenn du hier chillst. Mann, ey. So, UBC Munitionshandbuch. Auf dem Schlachtfeld ist eine Knarre ohne Muni so nützlich wie ein feuchter Furz. Okay. Wenn ihr da draußen nicht abkratzen wollt, hämmert euch diese Kombinationen ins Hirn. Pistolmunition, zweimal Schießpulver. Flintenmunition, Schießpulver plus hochwertiges und Mag zweimal hochwertiges. Okay, das war wie in dem Resident Evil 2er. Was machst du da jetzt eigentlich? Scheiße, Captain. Die haben ihn ordentlich zugesetzt. Ich werde überleben. Ja, mit dem Erste-Hilfe-Spray. Da kannst du wirklich kurz vorm Verrecken sein und es halt dich voll. Okay, ich glaube, jetzt weiß ich auch, was ich machen muss. Also, wie gesagt, das war alles in der Demo noch zu sehen. So, Titelseite einer Boulevardzeitung. Die Kannibalenmorde, die ganze Geschichte. Im Morgengrauen des 25. September erhielt das RPD einen verzweifelten Anruf, der einen Überfall meldete. Ein als wie ein herumtreibender Zersauster. Mann griff eine Passante nördlich des Lambs Museum of Arts an. Die am Tatort eintreffenden Beamten fanden beim Müllcontainer in der Nähe die verstümmelte Leiche einer Frau. Dutzende Bissspuren überzogen ihren Körper und sie war zerstückelt worden, was nahelegt, dass sie gefressen worden war. Es war bereits der dritte bekannte Vorfall dieser Art, der sich diesen Monat in Recon City ereignete. Wer ist also der Täter? Wer kaut auf Menschensteak? wir von News Comet haben das nagende Gefühl, dass die Patienten der sogenannten Kannibalenkrankheit, die das Spencer-Mummerei sei, seit August kostenlos behandelt, sich nicht mit dem Cafeteriasen zufrieden geben. What the hell? Unsere Reporter haben das Spencer-Mummerei infiziert. Hat Fragen gestellt und sich mit Horrorgeschichten zurückgenommen, bei denen sich der Magen umdreht. Erfahren Sie alles auf der nächsten Seite. Okay. Spencer ist ja, glaube ich, quasi der Finder des T-Virus, oder wie? Ich glaub, Spencer war ja auch in diesem nullten Teil. In Zero. Bist du schon oben? Yeah, ich bin oben. Nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Ich kann's probieren. Okay. So, das mache ich aber, das mache ich jetzt nicht falsch wie in der Demo. Schießpulver. Und zwar nehme ich jetzt das Messer. Und hier ist ein rotes Kraut drin. Das mache ich jetzt nicht falsch wie in der Demo. Hab ich mir den Arsch gebissen. So, kombinieren, gut. Das ist für Neueinsteiger, das kriegen wir alles easy hin. So. Haben wir auch was freigeschaltet. Easy. Okay. Nice to know. Hier können wir speichern. Oh, der alte Klassiker. Das ist sogar die alte Theme-Musik. Ist ja heftig. So, verstauen wir mal. UBC, okay, Kräuter. Okay, gut. Das kriege ich auch hin. Die Kräuter zu mischen. So, ich würde aber sagen, wir machen hier einen kurzen Stop. Ich freue mich auf jeden Fall. Spielzeit 14 Minuten? Ich nehme gerade schon eine halbe Stunde auf. Oder vielleicht sind die Cutscenes einfach nicht mitgezählt worden. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr im nächsten Part einschaltet. Und wir sehen uns dann bis da. So und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Also, bis dann.